Die Schildkröte und der Hase. Es war einmal ein Hase, der sich den Waldbewohnern rühmte, dass niemand ihn beim Laufen überholen könne. »Wer hat den Mut, sich mir zu stellen?«, fragte der Hase, aber niemand antwortete ihm. Mit der Zeit hatten die Tiere das Prahlen des Hasen satt, aber niemand konnte etwas dagegen tun, weil er tatsächlich das schnellste Tier im Wald war. Eines Tages fasste jedoch jemand Mut und nahm die Herausforderung des Hasen an. Und es war kein anderer als die Schildkröte. »Ich werde wettlaufen«, sagte ihm die Schildkröte. »Du«, lachte der Hase, »ich will nicht, dass du dich vor den Waldbewohnern schämst. Du solltest lieber zugeben, dass ich am schnellsten bin.« Aber die Schildkröte gab nicht nach und so wurde der Wettlauf für den nächsten Tag angekündigt. Als man den Start freigab, ließ der Hase die Schildkröte weit hinter sich zurück. Um Spaß zu haben, legte er sich dann träge an den Straßenrand und wartete auf seinen Gegner. Die Schildkröte musste seine Kräfte anstrengen, aber sie gab nicht auf und hielt fleißig durch. Der Hase schlief tief und fest und wachte erst auf, als die Schildkröte nur einen Schritt vom Ziel entfernt war. Plötzlich sprang er auf, konnte aber nicht aufholen, sodass die Schildkröte den Wettlauf gewann. Moral: Mit Fleiß und Ausdauer kommt man sicherlich ans Ziel.